Hallo Leute, hier geht es nun weiter mit The Attic Chapter 2. Das kam jetzt, also ich weiß nicht, vor ein paar Tagen raus, soweit ich weiß. Ich habe es jetzt heute gesehen und ich dachte mir, boah, also das muss ich jetzt spielen. Ja, würde ich sagen, legen wir direkt mal los, ne? Achso, zip. Okay. For experience, Derek faced to attempt to get his basement of safety. He finds himself confused. Everything seems the way back to what it should be. Bla 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 bla. Naja, halt die normale Story. Er ist in einem Schloss und strange Dinge passieren. Wie er abgeht. Ach, das bin, also das war ich hier. Boah, wie gedopt der ist. Was ist passiert? Fliegen. Wieso fliegen? Bin ich verschimmelt? Sorry. Boah, wie... Ah ja. Oh, was ist das? Eine weitere Kiste. Ist hier hinter was? Nein. Borussia. Borussia Dortmund. Ja, nicht. Boah, gib mir mal irgendwas hier. Ist das Vernunfttrank? Oh ja, dope, Alter. Hör damit. Kopf dröhnen, Hände zittern, aber wenigstens geht der nicht mehr so ab. Ey, what the fuck? Ah, Harry Potter. Ja. Was ist hier drin? Was ist hier drin? Nirgendwo ist was drin. Stuhl. Aber der ist so langsam. Achso. Ja, okay. Na? Hey! Ja. Schauen wir uns mal um. Kann man die öffnen? Nein. So. Oh, wie cool. Jesus. Wo soll ich nur lang gehen? Gehen wir mal schauen. Laden. Immer noch laden. immer noch laden. Ah ja. Na, Party Peoples? How's it going? Oh. The roof. The roof. The roof is on fire. Achtung, wenn du im Dunkeln bist. Ja! Oh. Ach nö, hier war ich doch schon mal. Ach, das ist jetzt so Flashback oder was? Okay, dann hoffe ich mal, dass hier in dieser normalen Zeit nichts passiert. Na? 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 Was ist das? Karten. Sie wollen, dass ich Straßenfeger lese. Gib mir mal den Stuhl. Bam. Laudanum ist ja fürs Herz, ne? Ach, das hat man noch... hier ist... Oh, geil. Hier ist doch das Ding. Das hat man... War das nicht ein Grab? Egal, auf jeden Fall, das hatte man nicht aufgekriegt, soweit ich mich noch erinnere.
Ich konnte den ersten Part ja nicht ganz durchspielen. Leider, wirklich leider, muss ich sagen. Aber ich hätte jetzt auch nicht wirklich gewollt, den nochmal neu zu starten, weil, ja, da sind die ganzen Schrecker wirklich schon weg. Also das Heftigste, das hatte ich ja jetzt gesehen. Könnt ihr euch auch ruhig nochmal angucken. Aber, naja, das Heftigste ist dann ja weg. Wo kamen denn überall Zombies? Ich glaube, dann kommen wir mal Flashbacks, da wo die Zombies immer waren. Hier war nix. Ach, hier war ich doch, da hatte ich doch gar kein Lampenöl mehr, glaube ich. Lalalala. Auf geht's durch die Tür. Tür auf Darkness. Oder Doomness. Hier oben hatte ich diesen Monster-Jump gemacht, weil da, ja, ein Monster war. Left, right, left. Oh, baby. Wie ein bestimmter Kollege von mir sagen würde, das geht mir gerade echt auf die Säcke. Blumenkasten. Ach, und der Lord Farquaad. Borussia. Wo soll ich hin? Mach die Tür auf. Die Tür ist zu. Habe ich überhaupt noch irgendwas? Ja, Lampenöl. Na? Ich will nur Hemden, Alter. Trägt der Typ keine Hosen oder so? Bam. Und hier war der Penismann drin. Naja, fast. Guck, der trägt nur Hemden. Schon rennt er die ganze Zeit nackig rum, ey. Jo. Hä? Oh, nö. Oh, Schmerz. Laden. Geistergeräusche. Was ist das da hinten? Zivilisation. Friss! Ja, nö. Physics. Neighbor. 2 miles this way. Na? Oh. Ja. Watschel, watschel, watschel. Laden. Laden. Sony Galaxy. Oha. I should probably stay in the path, in case those things are out there. Ja, okay, das sehen wir dann im zweiten Part von The Attic, Part 2 halt. Ja, ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann.